Sonnenschein über dem Haus Nummer 16 in der Barleber Feldstraße, denn heute feiern hier Rosemarie und Horst Osterwald ihre diamantene Hochzeit. Ortsbürgermeister Horst Blume ist im Auftrag der Gemeinde auf dem Weg zum Jubelpaar, das 1953 vor den Standesbeamten getreten ist. Ich wünsche euch sehr viel Gesundheit. Weiter brauche ich euch nichts zu wünschen. Alles andere habt ihr im Leben gemeistert und werdet es weiter meistern. Ich denke doch. Und wir hoffen uns, dass wir uns noch lange, lange in diesem Leben sehen. Euch allen beiden. Blumen und die Barleber Vase für die Braut, eine Magnusflasche Sekt und die offizielle Urkunde des Bundeslandes für den Bräutigam. Und die Urkunde, wo bescheinigt wird, dass deine Frau das hier hervorragend gepflegt hat. Das bist du heute schuldig. Rosi, die Köchin, und Horst, der Tischler, kannten sich schon 3 Jahre, bevor sie geheiratet haben. Horst hat mit seinem Akkordeon in einer Tanzkapelle gespielt und unter den vielen Bewerberinnen, warum hat er sich für seine Rosi entschieden? Sie war schmuck und ja. Hat Ausdauer gehabt. Die beiden haben einen Sohn, 2 Enkel und 2 Urenkel. Leider klappt es mit dem gemeinsamen Hobby, dem Garten, nicht mehr so recht. Deshalb hat Rosi nun ihr Interesse auf die Rennen der Formel 1 gelegt. Warum? Ja, warum? Erstmal war Schumi mein Typ. Und jetzt ist doch Vettel mein Typ. Und irgendwie nimmt man die anderen dann auch in Kauf. Ne? Ja, wer wird Weltmeister? Im Kreis von Verwandten und Freunden wird sicher noch lange über alte Zeiten geredet. Liebe Rosi, lieber Horst, wir stoßen jetzt an auf euer Wohl und ihr habt bewiesen, Hartnäckigkeit, Toleranz und Liebe führen zum Erfolg. Ja. Und das wünschen wir euch auf den ganzen Weg. Ja, danke schön. Zum Wohl. Zum Wohl. Und auch von Ortstv die besten Wünsche, vor allem Gesundheit für die weiteren gemeinsamen Jahre.